meine Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und zwar zum Unboxing der Glossy Box. Ja, heute haben wir Sonntag, die ist gestern gekommen, aber ziemlich spät. Und gestern kam ich nicht dazu. So, jetzt habe ich mir gedacht, mache ich das schnell mit der Glossy Box, weil ich war heute beim Impfen. 10.15 Uhr war ich beim Impfen und ja, dann haben wir uns was zum Essen mitgenommen, wie man ein schönes warmes Essen. Dann haben wir Ofenkartoffeln gegessen mit Rinderfiletstreifen und Zuckerschoten und Pilze. Und das war jetzt sehr lecker, das habe ich jetzt bei meinem Sohn mit drüben gegessen. Und ja, jetzt bin ich rübergegangen und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich das Unboxing, die Glossy Box. Also mir geht's gut, ich habe nichts gespürt beim Impfen, also es war super, ich habe nicht einmal einen Einstich gespürt, gar nichts, okay. Ja, und wir packen jetzt die Box aus, das ist ja... Und ich bin dann ein bisschen beruhigter, weil mit meinen Vorerkrankungen, ne, wenn ich dann geimpft bin, ist es doch besser. Ne? Ja, okay, das ist der ja, Flaconi und so Gutschein-Dinger. Okay, das ist, ja, was kommt darunter? So, das ist halt die Box zu. Und? Hallo? Ja. So ist die Box, ne? Ich mache der Autofokus hier. Machen wir mal Autofokus aus. Ne. Brauchen wir jetzt nicht. So. Okay. So schaut es innen aus. Ja. Glossy Magazin, okay, das ist, machen wir das schön auf, okay, wunderbar, oh je, dann schauen wir mal, Walk Up in Spring Edition, okay, ja, ah ja, das ist okay, alles klar, als erstes, fällt mir da von L'Oreal El Vital Total Repair 5. Ihr seht jetzt schon, was das ist. Tiefenspülung, intensive Reparatur, geschädigtes Haar, ohne Einwirkzeit, tägliche Anwendung. Okay. Jo. Wunderbar. Wird ausprobiert ohne Einwirkzeit. Ah. Die neue Tiefenspülung mit aufbauenden Vitamin E und Aminosäuren für sofort repariertes und gekräftigtes Haar und pflegt intensiv ohne Einwirkzeit Anwendung auf Längen und Spitzen auftragen und sofort ausspülen. Okay, Gratisprobe, das ist okay. Gut, von L'Oreal. Schauen wir mal, wie die ist. Okay. Dann kommt da von Alverde Naturkosmetik 7 Tage Ampullenkur Auszeit mit Bachblüten für normale bis trockene Haut. Okay. Dann sind es praktisch 7 Ampullen drin. Oh ja. Ampullen, ja, sind immer gut. Jo. Und hält eine Kombination aus perfekt aufeinander abgestimmten Rezepturen. Genau, die blaue frische Kur versorgt ihre Haut mit intensiver Feuchtigkeit, dank der Hydroformel mit Glycerin, Hyaluronsäure und Biohydrane G aus braun- und grünen Algen mit der Bachblütenmischung aus 1000 Güldenkraut und RK-Blüten in der grünen Gelassenheitskur. Wow. Aus Paracresset G
gelben, ah, die haben da Farben, okay, ah, so ist es. Am 1., 2. und 7. eine frische Kur, am 3. und 4. Tag eine Gelassenheitskur, sowie am 5. und 6. Tag eine Regenerationskur. Okay. Gelbe ist Regeneration, grüne ist Gelassenheit. Okay. Okay. Sesam, Jojoba und Sonnenblumenöl. Gut. Na, da bin ich gespannt drauf. Prima. Dann haben wir hier, oh, das ist, sieht aus wie ein Moana Fleur de Tiare Corpse Body Scrub. Ja. Oh. Made in France. Das sieht da aus wie ein Scrub. Bayer, Paris. Das hat 76 Gramm enthalten. Ja, es reicht ja mal ein paar Mal für ein Body Scrub, das ist immer gut. Ich mag so Dinge, das ist entweder auf Salzölbasis oder auf Zuckerölbasis. Also, schauen wir mal dann später. Dann haben wir hier ein kleines Fläschchen Elixir Beauty Illuminator Naturell Vegan und Eco-Friendly. Oh, das ist wahrscheinlich ein Highlighter, ne? Illuminator mit Ampulle, das ist bestimmt ein Highlighter. Ich verstehe es halt leider immer nicht, was da drauf steht, aber wir gucken mal. Es ist jedenfalls flüssig und es ist Rosé. Ah ja, das ist wie Wasser. Das ist ganz flüssig. Ah, naja. Das ist ein Highlighter. Ja, kann man wahrscheinlich auch in die Foundation mischen, weil... Ja, also ich sehe es, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, die Glitzerpartikelchen. Ja, es ist jedenfalls nicht rosé, sondern es sind so Glitzer. Partikelchen, ganz, ganz feine, ja, ja. Schon eingezogen, okay. Ja, das ist wie so ein, ja, genau. Schön, das ist die Farbe, ja. Okay, jetzt seht ihr es noch am Finger, ist noch was drauf. Das wo gar nicht abgeht, okay. Gut. Ja, wir schauen dann gleich nach den Preisen. Dann kommt eine Tube, das ist von Now Bay. Schützende Haarmaske, okay. Und Volumenconditioner, okay. Eine Haarmaske von Now Bay, 50 Milliliter, ja. Ja. Was für die Haare wieder, ne? Für die Haare ist immer gut, dann fürs Gesicht was. Ach, das ist noch zu, das lasse ich auch zu, ich mache das jetzt nicht auf, mal schauen. Oh. Hm. Riecht so zitronig raus hier. Entweder Zitronenmelisse oder irgendwas Zitroniges riecht man da raus. Mal schauen, ob man da was für Volumen, irgendwas mit Zitrone, riecht da ganz stark raus. So, dann haben wir
Geflöckte, ja. Dann gucken wir mal. Nee. Jetzt habe ich schon gemeint, ich habe irgendwas übersehen. Concealer von KAB. Kim Adriana Brielle. Cap Kosmetik. Habe ich noch nicht. Okay. Ein Concealer habe ich noch nie gehört von dieser Firma. Aber Concealer ist immer gut. Ihr wisst ja, ich mag Concealer. Die Nummer 002, mal schauen, welche Farbe das ist. Sieht eigentlich gut aus. Ja, sieht gut aus, hat müsste Long Wear, Full Coverage, Oil Control. Naja, das ist, brauche ich nicht. Das ist da drin. Hallo. Cruelty Free. Ist so wieder kein Dings. Made in China. Okay. Aber da steht nichts drauf, wie der Inhalt drin ist. Okay, so schaut das Ding aus. Schön. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Ich tue mal da ein bisschen was hin. Das ist Full Coverage und ja, so ist die Farbe. Ja. Die Farbe ist ganz gut. Oh ja. Oh, das ist Full Coverage. Das ist gut, es deckt schön ab. Ja. Das sieht doch mal gut aus. Ja. So, dann schauen wir mal nach den Preisen. Ne? Das sind 4, 5, 6 Produkte. Ne? 6 Produkte, genau, 6 Produkte. Woke Up in Spring, Eddie, mach dich bereit für den Frühling mit der Woke Up in Spring. Hast du schon einmal bewusst deine Gedanken direkt nach dem Aufwachen beobachtet? Oft bestimmen sie deinen ganzen Tagesablauf, deshalb nimm dir die Zeit, doch mal vor, gleich morgens an etwas Schönes und Positives zu denken, mach sowieso immer, was dir auch dabei, damit der Tag voller Freude und guter Laune beginnt, was dir auch dabei hilft, ist unsere Woke Up in Spring Edition, selbstverständlich, sonst geht es ja gar nicht. Ohne diese Edition, ne, wäre mein Morgen halb so schön. ja. Damit dein Gesicht und dein Body so richtig wach werden, haben wir passende Essentials in die Box gepackt. Für frühlingshaft frischen Teint sorgt der Highlighter Rosé von Elikia Beauty und den ultimativen Boost für deinen Körper holst du dir dank des Moana Granit Scrub von Baya Paris. Hol dir neue Look-Ideen für deinen Frühlingsalltag auch in unserem Online-Magazin. Okay, ja. Von draußen zu holen, gut. Ja, wir gucken mal. Gut, da sind wir schon gleich an der ersten Seite. Baya Paris, Moana, 76 Gramm von dem Scrub, das sind 76 Gramm enthalten, Moa Granit Scrub, 12,90 Euro kostet dieses kleine Ding. Lass deine Haut pünktlich zum Beginn der warmen Saison
erwachen. Diese sanfte Bodyscrub erfrischt und befreit sie sanft von abgeschorbenen Hautschüppchen. Direkt unter der Dusche, obendrein verwöhnt mit einem Mix aus hochkonzentrierten Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, wie Meersalz, Chia, Nussschalenpulver sowie wertvollen Sonnenblumen, Buriti, Jojoba und Kokosnussöl. Der unvergleichlich zarte Duft der Tiare-Blume verweilt noch lange auf deiner Haut und lässt dich so echte Frühlingsvibes versprühen. Schön! Einmal wöchentlich auf die feuchte Haut auftragen, in kreisenden Bewegungen einmassieren, anschließend gut abspülen, natürlich. Dann haben wir gleich den Elikia Beauty Highlighter Rosé, 15 Milliliter sind es, ja, das ist der da. Ja, der kostet 14,90 Euro. Ist wahrscheinlich auch ein Dings, die 14,90 kostet dieser Highlighter. Und ja, dann lesen wir mal, was das so soll. Lust auf pure Frische in deinem Gesicht. Trage dir diesen zu 100% natürlichen Highlighter auf und lass deine Haut strahlen. Seine seidig weiche Textur mit ätherischem Hibiskusöl kann allein auf Augenbrauenbögen, Schläfen, der Oberseite der Wangenknochen oder über dem Amorbogen aufgetragen werden. Du willst aufs Ganze gehen, vermische den Highlighter mit deiner Lieblingsfoundation und verleihe deinem Look diesen angesagten Glow von innen. Genau, kann man auch einige Tropfen entnehmen und in tupfenden Bewegungen auf die zu highlightenden Partien auftragen. Gut verblenden, alternativ mit einem Make-up-Produkt mischen und per Finger oder Pinsel auf die Haut auftragen. Okay, alles klar. Ja, diesen zwei Produkten haben wir dann schon. Ja, muss ich die Box schon ausgezahlt hat. Jo. Cap Cosmetic Concealer Shade 6 ml sind es. Okay, 001 oder 002. Originalprodukt kostet 15 Euro. Diese, ja, da unten steht 6 ml. Ja, wenn man lesen kann, ne? Ist mal klar ein Vorteil. Ja, verabschiede dich von dunklen Augenringen und Unregelmäßigkeiten in deinem Gesicht. Dieser hochpigmentierte, volldeckende Concealer unterstützt dich dabei. Dank seiner wasserfesten Formel legt er sich makellos auf die Hautoberfläche und verblendet sowie kaschiert Unregelmäßigkeiten vollständig und das zwischen 8 bis 12 Stunden lang. Der Präzisions auf den gewünschten und mit dem Finger oder Schwamm gut verblenden. Ja, genau. Dann ist da von 47F Aqua Colonia, habe ich nichts dabei. Ist gar nichts dabei. So, wir können die Seite Dings. La Vera haben wir auch nicht. Habe ich auch nichts. So, dann haben wir hier Alverde Gesichtsheil. Ah, da haben wir Naturkosmetik Ampullen 7 Tage Kur 7 ml. Kostet 3,95 Euro. Das Originalprodukt. Genau, das ist dann wieder drin. Okay, von. Ja. Und. Da ist auch nichts dabei. Nee. Gar nichts dabei. Festes Shampoo auch nichts. Was war der Frischhüpptint? Auch nichts dabei. Blue. Ah, da haben wir das Now Bay Hairmaske. Der kostet 50 ml, 12,99. Ja. Die Haarmaske. Jo.
Genau. Ach, Originalprodukt ist dann, das kostet also praktisch 2,99 für 50 Milliliter und 12,99 für 250 Milliliter. Okay. Gut. Jo. Dann haben wir es und dann das andere ist ein Goodie von L'Oreal, das wird auch nichts drin sein. Ne? Ist nicht dabei drin, also das war ein Goodie und das andere, ja, Bilou hätte noch dabei sein können. Pink Lemonade, ne, bin froh, dass Bilou nicht ein neutrogener Glowboost, also. Ja, nee, das ist, passt. Und von Catrice ist auch nichts dabei. Dafür habe ich dort die Highlighter und das Fernsehzeug. So, ja. Und dann im Mai dort die Let the Sunshine Edition. Ja. Sieht schön aus, Spezialbox im Mai, die schaut dann so aus, okay. Die schaut dann mal gut aus, Gold und Türkis irgendwie, ne. Seht ihr das? So schaut die Mai-Edition aus, dann die Sunshine-Edition, okay. Prima, jo, wird natürlich alles ausprobiert, ich freue mich und ja. Dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt gesund, ne?